Die deutschen Staatsangehörigkeiten von 1870 bis heute. Ja, in diesem Video möchte ich nochmal ein bisschen auf die Staatsangehörigkeiten eingehen oder das Thema Staatsangehörigkeit. Und ja, also was wir heutzutage als Deutschland wahrnehmen oder was uns als Deutschland verkauft wird, hat halt im Endeffekt seinen Ursprung beim Norddeutschen Bund. Der Norddeutsche Bund wurde 1867 gegründet. Oder 1866. Und ging bis 1871. Und der Norddeutsche Bund, das waren halt hier, das war einmal hier, das Blaue ist Preußen, der Staat Preußen. Und zum Beispiel das Königreich Sachsen, das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Und. Diese, so wäre noch. Großherzogtum Oldenburg und. Das waren jetzt, ich weiß nicht genau, wie viele Staaten das jetzt waren. Im Deutschen Reich waren es dann wie 26. Wie viele das jetzt im Norddeutschen Bund genau waren, weiß ich nicht. Aber es fehlten halt zum Beispiel hier unten im Königreich Bayern, Königreich Württemberg, das ist das hier Großherzogtum Baden. Und das Reichsland Elsaß-Lothringen war auch noch nicht dabei. Und ja, das wurde halt damals so gegründet, dieser Norddeutsche Bund, um sich halt vor Eindringlingen zu schützen, sag ich mal. Die halt mal wegen Krieg mit einhaben wollten oder das Land haben wollten, wie auch immer halt, ne? Denn es ist ja so, wenn das Königreich Sachsen meinetwegen nicht dem Norddeutschen Bund beigetreten wäre, dann hätte es halt eigentlich alleine da gestanden, ja? Und wenn dann meinetwegen irgendein Land, sagen wir jetzt einfach nochmal, das war unter Österreich, Krieg mit Sachsen will, dann hätte halt Sachsen alt ausgesehen, weil das Kaiserreich Österreich ja viel größer war und natürlich auch militärisch dementsprechend auch stärker gewesen ist als so ein kleiner Staat wie Sachsen, ja? Und deswegen haben wir sie dann zusammengetan, damit man halt sozusagen eine Einheit bilden kann. Falls man angegriffen wird, steht man halt mit mehreren Staaten besser da als ganz alleine, ne? Deswegen gab es dann diesen Norddeutschen Bund, diesen Staatenbund Norddeutscher Bund. Und nun ist es so, dass irgendwann so 1800, was jetzt nicht, 69, 70, keine Ahnung, Frankreich in Württemberg bzw. Bayern einfallen wollte. Und ja, da sah Bayern natürlich auch schlecht aus, weil es halt verhältnismäßig klein ist im Gegensatz zu Frankreich. Und dann sind sie nachher diesem Norddeutschen Bund beigetreten. Und daraus ist dann das Deutsche Reich entstanden. Ne? Dann haben dann nachher das hat sich der Norddeutsche Bund mit dem Königreich Bayern so zusammengetan, haben sie gegen die Franzosen gekämpft, haben gewonnen. Und dann hat sich halt unser König Wilhelm von Preußen nachher zum Kaiser schlagen lassen, sozusagen im Schloss von Versailles in Paris oder Nähe Paris. Und ja, daraus ist dann halt das Deutsche Kaiserreich entstanden. Von 1870 bis 1918. Danach gab es ja 1914 den Zweiten Weltkrieg, dann haben wir verloren und dann wurde aus dem Deutschen Kaiserreich die Weimarer Republik. Daraus wurde dann ja, nachdem Adolf Hitler gewählt worden ist, das Deutsche Reich 1933 bis 1945. Gab es ja den Zweiten Weltkrieg, haben wir wieder verloren und dann wurde daraus halt die BRD, die Bundesrepublik Deutschland. Also erst ja die BRD, die DDR und jetzt ja zusammen, und jetzt sozusagen tun sie so, als wenn sie Deutschland wären. Ne? Zumindest tut Wikipedia so, als wenn die Bundesrepublik Deutschland Deutschland wäre. Und ja, jetzt wollen wir uns mal mit den Staatsangehörigkeiten befassen. Und die erste Staatsangehörigkeit, die gab es 1870. Gesetz über den Erwerb und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit von 1870. Das war dann der Norddeutsche Bund, der das sozusagen erlassen hat. Und ja, man konnte halt einmal vom Norddeutschen Bund selber eine Staatsangehörigkeit haben, das heißt halt dieses ganze Gebiet hier, da eine Staatsangehörigkeit oder halt die Staatsangehörigkeit in einem jeweiligen Staat davon, also halt im Endeffekt Preußen, das Blaue, Großherzogtum Mecklenburg, Schwerin, Königreich Sachsen etc. halt, ne? Das gab es halt damals. Und ja, dann habe ich erzählt, wurde aus dem Norddeutschen Bund das Deutsche Kaiserreich. Und dann gab es auch dahingehend später neues Gesetz, und zwar das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Und hier steht auch: Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt. Das ist halt 1914 in Kraft getreten und wurde halt hier verabschiedet. 1913, deswegen müsst ihr auch eure Vorfahren bis von 1914 nachweisen, wenn ihr das in Anspruch nehmen wollt. Ja. Und ja, wie gesagt, haben wir ja auch Ersten Weltkrieg verloren und dann gab es halt die Weimarer Republik, ne, von 1918 bis 1933.
Und die Weimarer Reichsverfassung. Jetzt gucken wir mal, was in der Weimarer Reichsverfassung bezüglich diesen Staatsangehörigkeiten steht. Und hier steht halt die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung. Also, nee, ich habe mich jetzt verstanden. Also, es ist Artikel 6. Das Reich hat ausschließlich die Gesetzgebung über die Beziehung zum Ausland, das Kolonialwesen, die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung. Und dann gucken wir weiter, was wir noch so finden bezüglich Staatsangehörigkeit in der Weimarer Republik. Haben wir hier. Dann haben wir Artikel 110 und da steht die Staatsangehörigkeit im Reiche und in den Ländern. Wird nach Bestimmung eines Reichsgesetzes erworben und verloren. Jeder Angehörige eines Landes ist zugleich Reichsangehöriger. Jetzt fängt nämlich das Ganze an, wo es jetzt interessant wird. Ich hatte ja gerade gezeigt, dieses Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Und hier hieß es halt, Deutscher ist für die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat besitzt, ja? Staatsangehörigkeit, Bundesstaat. Und hier haben wir jetzt die Staatsangehörigkeit im Reiche und in den Ländern, ne? Jetzt ist die Frage, warum heißt es jetzt schon auf einmal Länder und nicht mehr Staaten? Ja? Denn im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz hieß es ja die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat. Jetzt heißt es die Staatsangehörigkeit in einem Land oder in den Ländern halt. Ne? Und da muss ich jetzt mal fragen, wo ist der Unterschied zwischen einem Land und einem Staat? Ich habe dazu auch viel gegoogelt, aber man findet da nicht so wirklich was zu. Es ist irgendwie komisch, dass man da nicht so wirklich was findet. So mal so immer so stellenweise mal irgendwo was gefunden. Und für mich persönlich ist es halt so. Damals hat sich der Norddeutsche Bund gegründet, war souverän. Man ist natürlich ein Staatenbund, aber hat diese einzelnen Staaten, die eigentlich auch souverän, nicht eigentlich, die haben halt Souveränität besessen. Und die haben halt gesagt, wir tun uns jetzt zusammen zu einem großen Bund, den Norddeutschen Bund. Und danach ging es ja weiter. Da haben sich die anderen Staaten, wie zum Beispiel das Königreich Bayern und so, dazu entschlossen, dem Bund beizutreten. Und daraus wurde dann das Kaiserreich, das Deutsche Reich. Und wie gesagt, ein Staat kann eigentlich nur gegründet werden, wenn diese Leute auf dem Gebiet, wo dieser Staat entstehen soll, sich selber dazu entschließen, diesen Staat zu gründen. Dann ist es ein Staat. Ja, wenn es halt von einem selbst kommt. Wie zum Beispiel auch, als sich der Kaiser im Schloss Versailles zum Kaiser schlagen lassen hat. Ne, das ist halt der oberste Souverän und die Staaten standen hinter ihm und dann ist man halt staatlich und dann läuft das. Länder sind was anderes. Länder, das machen nicht die Leute selbst, die in dem Gebiet ursprünglich wohnen oder leben, sondern das wird einem auferlegt. Wie ja zum Beispiel diese Weimarer Republik wurde einem ja sozusagen auferlegt halt. Ne? Das war nicht irgendwie, als die Deutschen gesagt haben, nee, wir wollen jetzt unbedingt die Weimarer Republik haben, das Kaiserreich möchten wir nicht mehr. Das war einfach, weil wir den Krieg verloren haben. Es hat dumm gelaufen und dann haben halt die Alliierten das hier eingeführt, diese Weimarer Republik. Weil wir waren halt am Boden, wir konnten uns nicht mehr wehren, wir mussten halt das machen, was sie von uns wollten. Genauso war es auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Jetzt wird ja halt immer so getan, als hätten wir Deutschen uns in freier Selbstbestimmung das Grundgesetz gegeben. Ne? Obwohl wir sind immer noch besetzt, aber offiziell wurde uns ja mal erzählt, dass wir seit 1955 nicht mehr besetzt sind halt. Ne? Und das Grundgesetz ist halt vor 1955 erstanden, also kann man da auch nicht irgendwie von freier Selbstbestimmung gesprochen werden, wie man immer tut halt. Ne? Dass wir uns das Grundgesetz in freie Selbstbestimmung gegeben haben. Ne? Das wurde uns halt auferlegt. Da gibt es halt auch genug Videos. Guckt euch da an, die Reden von Carlo Schmitt etc. Ich habe da auch schon Videos zu gemacht. Also das Grundgesetz ist ein Witz, genauso wie diese Weimarer Reichsverfassung im Endeffekt ist auch ein Witz halt. Ne? Und wie gesagt, dann ist man dann ein Land, weil das dann nicht mehr irgendwie von einem selbst ausgegangen ist. Diese Gründung, wie halt beim Deutschen Reich oder wie bei den einzelnen Bundesstaaten dann, wie den Königreichen, das war dann auch von denen selber halt sozusagen initiiert. Aber das war halt danach bei der Weimarer Republik und so war es dann nicht mehr der Fall halt, ne? Und bei der Bundesrepublik Deutschland auch nicht. Deswegen sind es eigentlich Länder und keine Staaten, ne? Weil ein Staat kommt immer von den Leuten selber. Aber da kommen wir später nochmal zu. Das wollte ich ja nur mal aufzeigen, dass es halt wie gesagt Länder waren und keine Staaten mehr. Also die Staatlichkeit war zur Zeit der Weimarer Republik nicht mehr gegeben. Auch wenn man es mal Staatsangehörigkeiten nennt, aber es ist halt im Endeffekt meine Staatsangehörigkeiten oder meine Staatsangehörigkeit so. Wenn man jetzt sagt, gib mir mal ein Tempotaschentuch, ne? Denn Tempo ist eine Marke. Ne? Im Vergleich heißt es, gib mir mal ein Taschentuch. Aber man sagt ja immer umgangssprachlich, gib mir mal ein Tempo. Deswegen eigentlich ist jedes Taschentuch ein Tempo. Wenn man sagt, gib mir mal ein Tempo und nicht ein Taschentuch eigentlich. Ja? Wie gesagt, dann gibt es dann noch diese Aldi-Marke, Solo, es hat auch ein Taschentuch, aber es ist halt kein Tempo. Man sagt aber umgangssprachlich immer Tempo. Und das geht noch weiter. Es ist halt auch mit einer Flex so. Gib mir mal die Flex. Da weiß halt jeder, dass es ein Winkelschleifer gemeint ist. Ja? Aber es hat sich so eingedeutscht oder eingebürgert, dass man sagt zu einem Winkelschleifer Flex. Obwohl es halt auch
einen Winkelschleifer von Bosch gibt. Das sagt man aber trotzdem, gib mir mal die Flex. Und ähnlich ist es halt auch mit diesen Staatsangehörigkeiten, ja? Es ist im Endeffekt genau das Gleiche, dass man immer sagt, Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeit, das ist halt nur ein Überbegriff im Endeffekt, ja? Staatsangehörigkeit ist so ein Überbegriff. Aber nicht jede Angehörigkeit ist irgendwie eine Staatsangehörigkeit, ne? Dann hieß es im Endeffekt nur eine Länderangehörigkeit und keine Staatsangehörigkeit mehr, weil es halt keinen Staat mehr gab und kein Staat mehr war. Deswegen Länderangehörigkeit. Wird natürlich immer so getan, als wenn es Staatsangehörigkeiten sind, aber wie gesagt, das ist dieses Umgangssprachliche, was man immer sagt halt, ne? Wie ein Tempotaschentuch oder die Flex. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und jetzt gucken wir mal weiter. Also das war jetzt halt wir haben jetzt ja, haben wir es kurz zusammengefügt, jetzt hatten wir hier dieses Gesetz vom Norddeutschen Bund. Jetzt hatten wir das Gesetz vom Kaiserreich und jetzt hatten wir hier die Weimarer Republik. Und jetzt kommen wir sozusagen hierzu, zum Deutschen Reich 1933 bis 45. Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit, 5. Februar 1934, aufgehoben durch das Gesetz von 1999. Da kommen wir nochmal später zu. Und hier steht jetzt halt im Endeffekt, die Staatsangehörigkeit in den deutschen Ländern fällt fort. Ja? Und wie gesagt, wieder Länder, weil es waren halt nur Länder und keine Staaten. Die gab es jetzt nicht mehr und es gab jetzt nur noch diese Reichsangehörigkeit. Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit, die Reichsangehörigkeit. Ne? Die Länderangehörigkeit, die ist weggefallen. Nur noch eine Reichsangehörigkeit. Und ja, das war halt 1934. Dann gab es dann auch wieder den Krieg, den haben wir wieder verloren. Und dann geht das alles weiter. Und nun ist es so, dass wir also ich habe jetzt erstmal hier ist so also eine Zusammenfassung von diesen ganzen Staatsangehörigkeiten, aber ich lese es jetzt einmal vor. Hier haben wir dieses Bundestag, also Bundesstaatsangehörigkeitsgesetz von 1870, da steht, die Bundesstaatsangehörigkeit wird durch die Staatsangehörigkeit an einen Bundesstaat erworben und erlischt mit deren Verlust. Ne, so hieß es damals. Dann gab es das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit an einen Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt, ja? Und jetzt haben wir, das steht jetzt hier nicht, ich habe es auch nicht gefunden, das ist ein Problem. Ich wollte halt diese Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetze, was es eigentlich seitdem hier gab, seit 1913, wollte ich diese verschiedenen Fassungen suchen, von zum Beispiel in der Weimarer Republik. Weil hier steht ja, Deutscher ist, wer die Bundesstaatsangehörigkeit besitzt. Aber da es ja keine Bundesstaaten mehr waren, sondern Länder und es Länderangehörigkeiten gab, wird in diesem Rustag nicht mehr drinne geschrieben haben, Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat besitzt, sondern es wird drinne gestanden haben, Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Land oder Bundesland in diesem Falle besitzt, ne? Weil es gab keine Staaten, sondern Länder. Aber ich finde diese Ausgaben nicht. Wenn jemand diese Ausgaben hat, weiß, wo sie verlinkt sind oder meinetwegen zu Hause ein Buch hat von diesem alten Gesetz, der kann mir das ja irgendwie zukommen lassen und mir in die Kommentare schreiben, weil ich habe jetzt wirklich viel gesucht, wollte das halt eigentlich durchgehend aufführen, aber mir fehlen halt die Sachen. Ich weiß nicht, sie sind nicht auffindbar im Internet. Wie gesagt, wir hatten einmal 1870 Staaten, 1913 Staaten. Dann haben wir Weimarer Republik gehabt, hatten Länder, keine Staatsangehörigkeiten mehr, ja. Dann kam Hitler an die Macht und hat diese Länder, Landesangehörigkeiten, wie er hier steht, die Staatsangehörigkeit in den Ländern fällt fort, die gab es nicht mehr. Jetzt gab es nur noch diese Reichsangehörigkeiten, ja? Die gab es dann nur noch. Und das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz wurde auch weitergeführt. Und hier zum Beispiel habe ich auch nochmal probiert, explizit zu suchen, das Gesetz von 1988 oder irgendein Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz nach Gründung der BRD. Aber ich habe es nicht gefunden. Nur das Stack, ja? Dieses von 2000, aber das andere vorige Version habe ich leider nicht gefunden. Auf jeden Fall hieß es 88, genauso wie 1934, Deutscher ist, wer die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt. Ja. Wie gesagt, wir haben in diesem Rustag die unmittelbare Reichsangehörigkeit, wir haben sie 1934, die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Und wir haben 1988 laut dieser Seite auch diese unmittelbare Reichsangehörigkeit. Dann kam irgendwann Gerhard Schröder ans Ruder und der hat dann aus diesem Rustag, das hieß auch noch vor 2000 Rustag, ja, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, obwohl wir kein Reich mehr waren, sondern die BRD. Und das ist dann irgendwann aufgefallen und auch fiel es halt auch auf, damals, dass in dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vor 2000 halt drin stand, Deutschland, dass wir die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen, obwohl wir ja die BRD sind und nicht mehr das Deutsche Reich. Und da hat sich dann der Schröder gesagt, das ist ja ganz doof. Ne? Da machen wir das jetzt mal ganz anders. Dann ist das nicht mehr Rustag, sondern nur noch Stack.
Staatsangehörigkeitsgesetz, ja. Und das ist halt am 1. Januar 2000 in Kraft getreten. Und da heißt es nun, Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Und das Interessante daran ist, wie gesagt, wir hatten 1913 die unmittelbare Reichsangehörigkeit, also wer die gehabt hat, war Deutscher. Dann haben wir die Weimarer Republik, da gab es keine Bundesstaaten mehr, da gab es auch noch wohl diese Reichsangehörigkeiten oder Landesangehörigkeiten. Und dann 34 Reichsangehörigkeit. Ist man auch Deutscher, weil das ist ja in diesem staatlichen Gesetz von 1913 vom Kaiser so erlassen worden, ja. Und 88 war auch die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Und jetzt 2000 hat Herr Schröder das alles gestrichen. Ja? Jetzt gibt es noch die deutsche Staatsangehörigkeit. Und jetzt gibt es so ganz, ganz viele Vereinigungen, diese Reichsbürger, Reichsdeutschen, Gruppierungen, da gibt es ja verschiedene. Und manche sagen dann immer, ja, diese heutzutage, die Staatsangehörigkeit, die die BRD verleiht, ist die von Adolf Hitler. Sagen die immer, Nazi-Kolonie-Staatsangehörigkeit, bla bla, sowas sagen die immer halt, ne? Dass hier das Deutsche Reich weitergeführt wird und so ein Schwachsinn. Und dass es halt heutzutage die Nazi-Angehörigkeit ist. Aber die Nazi-Angehörigkeit kann es ja gar nicht sein, weil die Nazi-Angehörigkeit war die unmittelbare Reichsangehörigkeit von 1934, ja? Aber die gibt es ja nicht mehr. Die gab es halt nur bis 2000. Jetzt gibt es halt nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit. Aber es weiß halt auch keiner, worauf diese deutsche Staatsangehörigkeit fußt. Das weiß keiner. Früher fußte es halt auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Ne? Bundesstaaten gab es ja sozusagen nicht mehr. Und die unmittelbare Reichsangehörigkeit, die hat Herr Schröder gelöscht. Also eigentlich gibt es gar keine Staatsangehörigkeit mehr, wenn man es genau nimmt halt. Ne? Weil alles weggenommen worden ist, alles gestrichen worden ist. Und Schröder halt sozusagen den Todesstoß versetzt hat, indem er auch noch diese Reichsangehörigkeit gesetzt hat. Und jetzt ist es so, dass wir immer noch besetzt sind und kein Staat sind und sozusagen auch keine Staatsangehörigkeit ausstellen können. Also das heißt, wir, die BRD halt. Ne? Die BRD kann nicht sagen, hier, du bist jetzt deutscher Staatsangehöriger, weil die BRD kein Staat ist. Ne? Ist auch eigentlich ganz, ganz plausibel halt. Ne? Und das ist das Problem, dass eigentlich alle heutzutage staatenlos sind, weil irgendwie gar keiner mehr weiß, welchen Staat er angehört halt. Ne? Die BRD ist kein Staat. Und bei Reichsangehörigkeit ist auch gelöscht. Alles doof halt irgendwie, ne? Und, gehen wir weiter. Also, das kann auch weg. Und im Endeffekt ist es halt so, dass immer noch dieses Rustag von 1933 gilt. Ne? Das ist eigentlich das Gesetz. Alles andere ist halt auch völliger Schwachsinn. Denn, wie gesagt, alles andere, da waren wir nicht mehr staatlich halt, ne? Weimarer Republik nicht staatlich, Drittes Reich nicht staatlich. Adolf hat sein Bestes versucht, wieder staatlich zu werden, souverän. Aber er hat es auch nicht geschafft, wie wir alle wissen halt. Ne? Also auch nichts Staatliches. BRD, Verwaltungskonstrukt, immer noch besetzt, kein Staat, keine Staatsangehörigkeit halt. Ne? Und es gilt eigentlich noch dieses Gesetz hier. Und das kann ich auch hier zeigen. Das ist nämlich ein Reichsgesetz, dieses Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Und es gibt auch diese Einführungsgesetze des BGBs. Das kann jeder überprüfen. Die gibt es auch noch. Und das ist auch hier von de jure oder de jure immer noch aufrufbar. Und es ist halt kein Schwachsinn. Und hier steht in Artikel 50... Die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Sie treten jedoch insoweit außer Kraft, als sie aus dem bürgerlichen Gesetzbuch oder aus diesem Gesetz eine Aufhebung ergibt. Die ergibt sich nicht. Ihr könnt ja gerne das BGB durchgucken oder die Einführungsgesetze des bürgerlichen Gesetzbuches. Da steht nichts mit Staatsangehörigkeiten. Ja? Also gilt immer noch dieses Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Und es gilt auch nur das. Ne? Also hier ist es genau. Hier ist es. Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Das gilt noch und alles andere gilt halt nicht. Wie gesagt, die Reichsangehörigkeiten gibt es nicht mehr, die wurden alle weggestrichen von sämtlichen Leuten und es ist halt auch immer interessant, warum hat Hitler auch nur eine Verordnung gemacht und kein Gesetz? Ne? Weil er es halt nicht konnte, weil er wusste halt, dass es alles auf den Deutschen Reich fußt oder auf den Deutschen Kaiserreich fußt es alles oder auf den Norddeutschen Bund und auch nur die hätten dieses Staatsangehörigkeitsgesetz ändern können, wie sie es ja einmal getan haben, ne? Vom Norddeutschen Bund zum Deutschen Kaiserreich, haben sie immer geändert. Und danach haben wir einen Krieg verloren, da konnten die nicht mehr ändern. Und danach waren wir nur noch besetzt und wurden verarscht und versklavt halt. Ne? Und da gibt es ja keine Staatsangehörigkeiten, höchstens Landesangehörigkeiten. Aber Landesangehörigkeiten sind halt auch Schwachsinn, weil wir wollen ja staatlich sein und nicht irgendwie ländlich, ne? Beziehungsweise uns von irgendjemand irgendwas diktieren lassen, was wir nun sind. Wie in diesem Fall waren es jetzt ja die Alliierten halt, ne? Die uns dann irgendwelche komischen Gesetze oder Verfassungen aufgebrummt haben. Ob es eine Weimarer Verfassung war oder das Grundgesetz. Ne? Und wie gesagt, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz gilt immer noch. Und da heißt es halt, Deutscher ist der Staatsangehörige einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzen. Und alle anderen sind halt nicht deutsch. Ne? Alles, was hier die BRD, die ganzen Leute reinholt, in denen, wie gesagt, ja, ihr seid deutsch, ihr werdet eingebürgert, ist alles Schwachsinn halt. Ne? Die BRD, wir sind halt besetzt. Kein Staat, keine Staatsangehörigkeit. Und deswegen ist halt unser Auftrag,
Das ist unser Auftrag, aber ihr müsst euch alle um eure Staatsangehörige kümmern. Weist alle eure Vorfahren bis von 1914 nach. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde nochmal ein Video zeigen, wo es im Detail erklärt wird. Könnt ihr euch mal in Ruhe angucken und euch mit der Thematik beschäftigen, ja? So, was haben wir denn noch? Und ich sage immer, wir sind die Wiese noch besetzt. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja gut, das ist ein Spinner, was labert der da überhaupt? Aber, man, ich werde, ich zeige das auch oft auf hier, aber nur damit die Leute es halt wissen halt, ne? Ich habe auch keinen Bock auf Gregor Gysi und ich will auch eigentlich nicht tausendmal das Ding abspielen, aber ich muss es ja tun, damit die Leute wissen, dass ich hier nicht ein Lügner bin halt, ne? So, einmal bitte zuhören, geht nur 30 Sekunden. Ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und dann beendet. Aber nichts hört man. So, habt ihr jetzt auch nochmal von Gregor Gysi gehört? Wir sind halt noch besetzt, aber wenn man halt besetzt ist, ist man halt kein Staat und dann kann man auch keine Staatsangehörigkeiten ausstellen. Das ist ganz einfach eigentlich, ne? Eigentlich ist es ganz einfach. Man soll nur wissen, ne? Und jetzt wisst ihr das ja und deswegen wäre es schön, wenn ihr euch dann mal um eure Staatsangehörigkeit kümmert, ne? Weist eure Vorfahren bis von 1914 nach. Aber gut, das erkläre ich dann mal zum Ende noch einmal ganz kurz, wenn ihr euch dahingehend jetzt noch nicht so informiert habt oder von der Thematik noch nichts gehört habt, ne? Dann zeige ich euch dann nochmal, wo ihr euch da detailliert nochmal belesen oder behören können, wie auch immer halt. Ne? So, jetzt nochmal ganz kurz anderes Thema. Ist auch nochmal ganz interessant. Es ist diese Feindstaatenklausel in der UN-Charta, ja. Es gibt ja die UN, die wurde irgendwie so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Halt eigentlich mit der, überwiegend mit dem Auftrag, hier die Deutschen klein zu halten und zu zerstören oder wie auch immer halt. Ne? Also es wurde jetzt nicht gegründet, um irgendwie Deutschland hier zu helfen oder so. Ne? Und es gibt ja diese Feindstaatenklausel in der UN-Charta. Vor allen Dingen in Artikel 53, ne? Hier steht auch, als Feindstaaten werden in Artikel 53 jene Staaten definiert, die während des Zweiten Weltkriegs Feind des Signatarstaates der UN-Charta waren. Also primär Deutschland und Japan. Genau genommen das Deutsche Reich und das Japanische Kaiserreich, ja? Die werden immer noch als Feindstaaten gelistet. Und hier haben wir nochmal den Artikel 53. Aber gut, da könnt ihr ja selber durchlesen, das ist so ein bisschen bla bla halt, ne? Ich kann auch mal vorlesen. Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionale Abmachung oder Einrichtung zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne Ermächtigung des Sicherheitsrates dürfen Zwangsmaßnahmen aufgrund regionaler Abmachung oder seitens regionaler Einrichtungen nicht ergriffen werden. Sogenannt, ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen Feindstaat im Sinne des Absatz 2, so wie sie in Artikel 107 oder in regionalen gegen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen Staates gerichteten Abmachung vorgesehen sind. Die Ausnahme gilt, bis der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierung die Aufgabe zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu verhüten. Und dann Absatz 2, der Ausdruck Feindstaat in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des Zweiten Weltkriegs Feind des Unterzeichnerstaates der Charta waren. Wie gesagt, damit ist halt im Endeffekt das Deutsche Reich gemeint und das Japanische Reich, ne? Und im Endeffekt steht da oben ja halt, dass hier halt ohne Ermächtigung irgendwelche Leute halt, also uns einfach angreifen können halt, ne? Also es können eigentlich rein tun, der UN-Charta kann irgendein Land, was halt zu der Zeit die UN-Charta unterschrieben hat und im Krieg mit uns war oder befeindet mit uns war und heutzutage angreifen, weil das ist das Deutsche Reich und dann darf man das halt. Da braucht man dann auch keine UN-Genehmigung sich zu holen, weil das ist, was ist dann gerecht, weil wir halt ein Feindstaat sind. So ungefähr ist es halt, ne? Was da steht. Und wenn man dann mal so googelt, UN-Feindstaatenklausel, dann ist es so, werden hier immer ganz viele Experten zu Rate gezogen, die sagen dann, einer Streichung stünde zwar nichts im Wege, aber die Vereinten Nationen haben einfach deshalb größere Probleme als eine Formalie, die sich längst selbst erledigt hat. Ne? Das sieht auch Wolf so. Ich bin Deutscher, aber von diesem Passus fühle ich mich nicht im mindestens beunruhigt, sagt er lächelnd. Das Problem, eine Streichung aus der Charta ist ein gewaltiger Aufwand und wird wohl eher im Rahmen einer grundlegenden Reform der UN stattfinden. Dann könnte auch der Sicherheitsrat umgebaut werden, vielleicht sogar mit Sitz in Deutschland. Für Deutschland, ne? Also hier wird jetzt so, also in diesem Bericht geht es im Endeffekt darum, dass es halt eigentlich schon krass ist, dass Deutschland, das Deutsche Reich,
immer noch als Feindstaat deklariert wird. Ich habe ja auch vorgelesen, rein theoretisch können Leute hier einfliegen, ne? Ohne Begründung, weil wir halt ein Feindstaat sind halt, ne? Aber da wird immer so gesagt, ja, nee, das ist, wir haben ja so viel Stress gerade bei der UN, das jetzt mal zu streichen, da haben wir aber keine Zeit zu halt, ne? Und im Endeffekt macht euch mal keinen Gedanken, das Ding ist schon längst gestrichen, ne? Obsolet wird immer gerne gesagt, ne? Das ist schon längst obsolet, komm, hör auf. Das ist Schwachsinn, das stimmt gar nicht mehr halt, ne? Aber steht da halt noch, ne? Aber wenn es obsolet ist und Schwachsinn, dann können sie es einfach streichen halt, ne? Aber gut, da haben die, hat die UN wohl im Moment nicht keine Zeit für, ne? Ist wohl ziemlich im Stress, die UN-Charta. Und es ist halt so, wir gucken jetzt mal genau, wer alles Mitgliedstaat der Vereinten Nationen ist. Das haben wir auf Wikipedia. Ägypten, Albanien, also sind eigentlich fast alle Länder der Welt sind da eigentlich Mitglied. Auch Deutschland, ne? Also die Bundesrepublik Deutschland sieht das Deutsche Reich selbst als Feindstaat an, weil sie ja diese UN-Charta unterschrieben hat. Und ich sag mal, das erklärt natürlich auch das, was hier gerade in der BRD abgeht, warum es abgeht halt, ne? Weil halt die Bundesrepublik Deutschland das eigentliche Deutschland, das Deutsche Reich, als Feind ansieht und halt deswegen das macht, was es gerade macht, ne? Ohne Ende Ausländer reinholen, die werden alle deutsch. Wie gesagt, so wird halt Deutschland im Endeffekt zerstört halt, ne? Da werden irgendwelche Staatsangehörigkeitsgesetze erlassen, obwohl die dafür gar keine rechtliche Grundlage haben, weil sie kein Staat sind. Und die da werden deutsch gemacht halt, ne? Und das gilt halt so lange das Spiel. Also ich denke mal, wenn wir hier komplett durchgehend vermischt sind oder halt so weit vermischt sind oder dass hier keine richtige deutsche Mehrheit mehr ist, dann wird er wahrscheinlich auch dieser Feindstaatenklausel, die wird dann gestrichen, ne? Wenn die Deutschen halt in der Minderheit sind und sich nicht mehr erheben können, dann wird diese UN-Charta geschrieben. Aber solange das nicht der Fall ist, bleibt es drin stehen und wir werden halt verarscht nach Strich und Faden halt, ne? Wie auch so lange, bis die Deutschen nicht mehr die Mehrheit in ihrem eigenen Lande sind halt, ne? Und wir haben jetzt hier schon gut ungefähr 20 Millionen Ausländer, was ungefähr so 20 bis 25% fast, ja. 20% sondern etwa. Wir haben ungefähr 10 Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund und 10 Millionen richtige Ausländer hier halt. Ne? Also so 20 Millionen. Wir haben 80 Millionen Einwohner. Davon mit 20% ungefähr 16 Millionen. Also ungefähr 25%, ja, sind hier ungefähr Ausländer. Also ein Viertel schon. Und ja, das geht halt rasend weiter halt. Ne? Wie gesagt, die Geburtenraten sind von diesen Ausländern oder auch Deutschen mit Migrationshintergrund in der Regel höher als bei den Deutschen. Und es kommt immer noch mehr dazu halt. Ne? Also es ist eine Frage der Zeit. Ne? Ein Viertel haben sie jetzt schon erreicht ungefähr. Ist nur die Frage, bis halt, ja, bis wir halt wirklich die Minderheit sind halt, ne? Oder so veraltet sind die Gesellschaft, dass sie halt auch nichts mehr reißen könnten, ne? Selbst wenn sie wollten halt. Ein 70-80-Jähriger, der kriegt ja nichts mehr gerissen halt, ne? Bis wenn das wollte halt, ne? Und ja, ich denke mal, das ist halt das Ziel eigentlich, worauf das so hinauslaufen soll, ne? Man hätte es halt schon längst eigentlich ändern können. Und ich zeige jetzt nochmal ganz gerne, oder nochmal auf hier, wie man die. Das zeige ich auch öfter auf, könnt ihr auch alles überprüfen. Hier oben ist dann der Link, da geht es direkt zur Wikipedia, kann ich nochmal zeigen. Also es ist nicht irgendwie von mir hier irgendwie so umgemogelt, dass man jetzt denkt, das stimmt so oder ich habe da irgendwas ja, so hingeschrieben, dass es jetzt den Eindruck erweckt, dass es so ist. Und es ist gar nicht so. Es ist alles so, wie es ist. Ist es richtig? Und ihr könnt es auch alles überprüfen. Ich stelle es jetzt einmal ganz kurz vor, ne? Das Bundesverfassungsgericht stellt am 31. Juli 1973 bei der Überprüfung des Grundlagenvertrages mit der DDR fest, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit. Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands organisiert. Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. So lassen soweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Sie beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das sitzt natürlich von 73 und hier steht auch, das Deutsche Reich existiert fort. Und deswegen ist es halt auch noch in der Feindstaatenklausel vermerkt. Ne? Wenn es halt nicht, wenn es das Deutsche Reich nicht mehr geben würde, würde es auch nicht mehr in der Feindstaatenklausel drin stehen oder in der UN-Charta halt, ne? Es gibt es halt noch, wo es es noch gibt, stehen wir auch noch drinnen. Und wir haben ja noch ein anderes Urteil von 2015, das ist hier Deutscher Bundestag, und ich stelle es auch nochmal. Das Bundesverfassungsgericht hat ständige Rechtsprechung festgestellt, dass das Völkerrechtssubjekt des Reich nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist, ja? Und wenn jetzt diese Bundesrepublik Deutschland wirklich identisch ist mit dem Deutschen Reich, dann müsste ja auch die Bundesrepublik Deutschland ein Feindstaat sein, ne? Und nicht nur eigentlich das Deutsche Reich, weil die sind ja angeblich ja identisch. Und nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil halt, ne? Sind die ja identisch und dann müsste auch eigentlich die Bundesrepublik Deutschland eigentlich ein Feindstaat sein halt, ne? Und schauen wir irgendwie auch noch zu sein, denn wir sind auch noch besetzt und wie gesagt, was hier abgeht, ist ja nicht irgendwie im Interesse des deutschen Volkes halt, ne? Die ganze Politik, die hier abgeht, ist nicht im Interesse des deutschen Volkes halt, ne? Ja, das Deutsche Reich existiert halt fort.
Die Bundesrepublik soll angeblich identisch sein, obwohl sie nicht der Rechtsnachfolger ist und das Deutsche Reich auch noch Rechtsfähigkeit besitzt. Aber wie gesagt, das sind irgendwie alles anscheinend Feindstaaten, ne? Obwohl dann wohl auch die Bundesrepublik Deutschland halt, ne? Aber wie gesagt, die UN hat dann auch keine Zeit gehabt, was zu streichen halt, ne? Die sind da gerade so ein bisschen im Stress, sagt man halt irgendwie. Und was auch noch ganz interessant ist, ist, also ich lese mal vor, das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig, ne? Aber es gibt immer die Leute, die dann sagen, ja, die BRD, also das Deutsche Reich ist noch rechtsfähig, sagen dann immer die Leute, weil jetzt ja die BRD sozusagen die Rechtsfähigkeit für das Deutsche Reich übernommen hat. Aber das hat sie ja nicht übernommen, weil sie auch nicht der Rechtsnachfolger ist halt, ne? Und wie gesagt, wenn die BRD halt die Rechtsfähigkeit des Deutschen Reiches vertritt, dann hätte dieser Satz hier gar nicht stehen dürfen, ne? Das ist halt nur deswegen, wegen der Organisation und keine institutionalisierte Organe halt, ne? Deswegen sind sie handlungsunfähig, ne? Und im Endeffekt muss man halt dieses Deutsche Reich wieder neu, ja, handlungsfähig machen, ne? Im Endeffekt diese Organisation, die institutionalisierten Organe, also diese ganzen Ämter und so, die müsste man halt eigentlich wieder einführen und dann wäre das Deutsche Reich halt wieder handlungsfähig, ne? Wir besitzen halt Rechtsfähigkeit, aber sind handlungsunfähig halt, ne? Wir müssen uns halt wieder handlungsfähig machen halt, ne? Dann wird das alles laufen halt. Und wie gesagt, ne, das hier ist halt Rechtsfähigkeit und der ARD-ZDF-Beitragsservice ist nicht rechtsfähig. Ne? Wer mir nicht glaubt, der kann das ja gerne eingeben. Beitragsservice bei Wikipedia steht, das ist nicht rechtsfähig halt. Ne? Das ist es halt einfach nicht. Kann ich auch nochmal selber ganz kurz machen. Moment. Ja, haben wir ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice, Rechtsform öffentlich-rechtliche, nicht rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung halt, ne? Und das Deutsche Reich ist halt rechtsfähig, ne? Das ist halt rechtsfähig. Und wie gesagt, die anderen Leute hier, die immer Geld von euch haben wollen, die sind gar nicht rechtsfähig, die tun nur so halt, ne? Und das Deutsche Reich wäre es halt, ne? Und dahingehend sollten wir uns dann mal mit auseinandersetzen, wie wir das dann nun wieder hinbekommen, ne? Dass wir wieder handlungsfähig werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das fängt halt schon mal damit an, dass ihr eure Vorfahren bis von 1914 nachweist, ne? Dass ihr halt nachweisen könnt, ihr seid Deutsche halt, ne? Weil andere Gesetze gibt es nicht, ne? Oder es gibt halt Gesetze, aber das ist halt Schwachsinn halt, ne? Ja, die BRD ist kein Staat, also gibt es auch keine Staatsangehörigkeiten von denen halt, ne? Ganz einfach. Und hier ist es nochmal ganz schön aufgezeigt. Hier ist halt das Deutsche Reich, ne? 1871. Und danach gab es nur noch Treuhandgesellschaften halt, ne? Teilweise bis gar keine Souveränität oder auch keine Verfassung halt, ne? Das ist die Weimarer Republik, das Großdeutsche Reich, dann gab es ja diese Besatzungszonen, dann gab es die DDR, BRD und immer noch hier die BRD heute halt, ne? Ja, das sind immer noch besetzt halt, ne? Das sind diese Flagge hier, ne? Immer noch mit dabei und so ist es halt. Das hier ist halt staatlich und das ist alles Schwachsinn halt, ne? Durchgängig Schwachsinn halt, ne? Nix Staatlichkeit halt, ne? Alles Scheiße. Und da steht so, das Deutsche Reich, Kaiserreich Deutschland von 1870 bis 1918 ist immer noch in Kraft. Und der letzte Punkt der Souveränität. Das Deutsche Reich ist nur nicht handlungsfähig. Genauso ist es halt. Ne? Und wir müssen uns ja darum kümmern, wieder handlungsfähig zu werden. Und ja, was haben wir noch? Ja, jetzt mache ich noch einmal bezüglich Staatsangehörigkeit. Könnt ihr auf meinen Kanal gehen, Rustag-Netzwerk. Und dann habe ich hier so eine Playlist. Das ist einfach, geht einfach ganz normal auf hier Übersicht halt. Ne? Nicht auf meine Videos selber, auf die Übersicht. Habe ich hier für die Playlist erstellt. Und hier sind ganz viele Videos zum Thema Staatsangehörigkeit. Ja? Und wenn ihr da noch nicht irgendwie euch mit großartig auseinandergesetzt habt, dann würde ich euch das mal dementsprechend hier empfehlen. Hier könnt ihr zum Beispiel einen gelben Schein beantragen oder diese Staatsangehörigkeitsurkunde von der BRD. Wird da alles nochmal erklärt, wie das läuft. Wie müsst ihr wissen, ob ihr das wollt oder nicht wollt, diesen Schein beantragen. Aber wie gesagt, ich kann halt nur jeden bitten, dass ihr eure Vorfahren bis 1914 nachweist halt, ne? Noch einmal ganz kurz, das ist halt so, ist euer Vater, also seid ihr jetzt ehelich geboren, geht ihr über den Vater. Werdet ihr unehelich geboren, geht ihr über die Mutter. Sagen wir jetzt mal angenommen, ihr seid ehelich geboren, geht ihr über den Vater. Dann guckt ihr, was mit eurem Vater ist, der ehelich oder unehelich geboren. Sagen wir mal, er ist unehelich geboren, euer Vater, dann geht ihr über seine Mutter weiter. Ne? Und dann guckt ihr, wo ist die jetzt geboren, sagen wir mal, die ist 33 geboren oder
Ja, und dann guckt ihr, ist sie ehelich, unehelich, dann ist sie wieder ehelich, dann geht ihr bei ihren Vater, dann ist der Vater wieder unehelich, bis ihr von 1914 seid. So müsst ihr immer gucken, halt, ob die ehelich oder unehelich geboren sind. So ist dieses richtige Prozedere, um eure Vorfahren oder eure deutschen Vorfahren nachzuweisen, um euch dann auch diese Staatsangehörigkeit an einen Bundesstaat, einen dieser Bundesstaaten hier nachzuweisen halt, ne? Bis vor 1914. So, von mir war es das jetzt. Ich kann euch nochmal selber mit der Thematik Staatsangehörigkeit auseinandersetzen und mit dieser UN-Feindstaatenklausel, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, werden immer noch als Feindstaat deklariert. Das Deutsche Reich auf jeden Fall. Und nach dem Bundesverfassungsgericht-Urteil soll ja die BRD identisch sein, was natürlich ein Lacher ist, aber angenommen, es wäre so, dass wir halt identisch sind, dann ist halt auch die BRD im Endeffekt auch ein Feindstaat, weil es das Deutsche Reich auch ist, ne? Wie gesagt, informiert euch da selber. Und ja, von mir war es das und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann.